Unsere Geschichte spielt an einem sonnigen Samstagnachmittag, als unser Held Super Groby mal wieder über Stadt und Land fliegt und Ausschau nach Menschen in Not hält. Hallo, ich bin Mats. Ich habe 4 Buchstaben. Damit kann ich meinen Namen schreiben. Den will ich heute an die Tür hängen und dann sehen alle, hier wohnt Mats. S ganz hinten, T und A in der Mitte und da vorne ist das M. Was stimmt da nicht? Aha, was sehen meine Superheldenaugen dort unten? Das sieht aus wie jemand in Not. Keine Sorge, Super Groby ist auf dem Weg. Was ist das? Ist es ein Vogel? Ein Flugzeug? Nein, es ist... Super Groby! Gut, dass du da bist, Super Groby. Mit meinen Buchstaben stimmt was nicht. Ich wollte meinen Namen schreiben, aber schau mal. Sehr interessant. Wie viele Buchstaben hat denn dein Name? 4. Aha. 1, 2, 3, 4. Also, ich kann dich beruhigen. Alle 4 Buchstaben sind da. Und wieder einmal hat Super Groby blitzschnell einen Fall gelöst. Nein, stopp. Mein Name stimmt nicht. Hier steht Watz. Watz? Was für ein schöner Name. Aber ich heiße Mats. Aber Watz ist doch auch sehr schön. Du kannst den Namen da an die Tür hängen und dann wissen alle, hier wohnt Watz. Eigentlich möchte ich lieber Mats bleiben. Das W ist falsch. Ich brauche ein M. Na gut, dann brauchen wir eine Säge. Was, eine Säge? Ja, glücklicherweise habe ich meine Supersäge dabei. Oh, toll. Ja, so, und Moment mal. Wo ist denn das W? Moment, gerade war es doch noch da. Es ist, ach, da ist es ja. Na sowas. So, dann geht es jetzt los. Säge, 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 Säge. So, und jetzt bastel, 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 bastel. So, bitteschön. Aber das ist ein L geworden. Ja, ein sehr schönes L. Latz. Aber ich heiße Mats. Ich brauche ein M. Na gut, dann sägen wir noch mal. Sägen, sägen. So. Tada. Ein I. Ja. Geht auch ein I? Was? Nee. Was hast du denn gegen das I? Nichts. Aber ich heiße nicht Iatz. Ich brauche wirklich ein M. Ja. Ist ja schon gut. Ja, aber leider haben wir jetzt alles zersägt. Ja, stimmt. Schade. Kein Problem. Gib mir mal den Superkleber. Ich habe keinen Superkleber. Zufälligerweise habe ich meinen Superkleber dabei. So, und jetzt haben wir ein wunderschönes W. Aber das W brauche ich doch nicht. Oh, bist du ganz sicher? Ich meine, so ein schönes, großes W. Super, Groby. Ich brauche ein M. Na gut, dann nehme ich jetzt das W und werde... ist es denn jetzt schon wieder hin? Es war doch gerade noch da. Das W ist... Ach, da ist es ja wieder. So was. Kannst du das mal umdrehen, bitte? Das W umdrehen? Ja. Ich weiß zwar nicht, warum, aber bitte... Guck mal, Super Groby, siehst du das? Ja, jetzt ist es ein W auf dem Kopf. Super Groby, das ist ein M. Was? Ein M? Ja. Ja, natürlich. Ein W auf dem Kopf ist ein M. Ja. Und wieder einmal hat Super Groby geholfen und ein Problem gelöst. Du brauchst dich nicht bedanken. So, was mache ich denn jetzt? Höre ich da vielleicht eine Katze irgendwo in einem Baum? Warte, kleines Kätzchen, ich werde dich retten. Ich komme zu dir geflogen. Ich komme zu Fuß. Kätzchen? Also, wenn ihr mich mal besuchen wollt, dann müsst ihr nur auf mein Schild gucken und dann wisst ihr, hier wohnt... Mats. Kätzchen! Yeah.
Na, ich stelle das C vor. Oh, wie toll, wie toll, wie toll. Mhm. Darf ich da helfen? Bitte, bitte, bitte. Ja, klar. Als erstes wollte ich mal zeigen, wie ein C aussieht. Aber das kann ich doch zeigen. Mhm. Hier. Das ist mein großer C. Nein, Epi, kein Fußzeh, den Buchstabenzeh. Das ist der dritte Buchstabe im ABC. Hier, guck mal. Das hier, das ist das A, das ist das B und das hier, was so aussieht wie ein Ei, was nicht fertig gemalt ist, das ist der Buchstabe C. Klasse. Und wozu ist der Buchstabe C gut? Na, es gibt viele Worte, die mit dem Buchstaben C anfangen. Zum Beispiel, jetzt habe ich gar nichts hier, was mit einem C anfängt. Oh, Elmo, 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 da helfe ich dir, da helfe ich dir. Ich kann doch zaubern. Ich zauber dir was her, was mit C beginnt. Oh, das wäre zauberhaft, Abby. Das ist ganz einfach. Ich muss nur mit dem Zauberstab wedeln und den Zauberspruch sagen. Von dem, was an der Tafel steht, ihr gleich jetzt was im Spielhaus seht. Rubbelibob, schnipp, schnapp. Hä? Das ist ja Brokkoli. Brokkoli fängt nicht mit dem Buchstaben C an. Brokkoli beginnt mit dem Buchstaben B. Hier, guck, das hier, das ist ein B. Aber wir wollten was mit C, dem Buchstaben daneben. Daneben? Ach so, krieg ich hin. Nicht den Brokkoli wie eben, was vom Buchstaben daneben. Rubbelibob, schnipp, schnapp. Aber Abby, das sind ja Affen. Die beginnen auch nicht mit C. Affen beginnen mit dem Buchstaben A. Hier, A. Das war der falsche Buchstabe daneben. Wir wollten das C hier auf der anderen Seite. Tut mir leid, Elmo. Da habe ich mich wohl verzaubert. Mhm. Von der Tafel nicht das A, sondern diesen anderen da. Rubbelibob, schnipp, schnapp. Abby, das sind ja Ballons. Die fangen auch nicht mit C an. Ballons beginnen mit B. Die Ballons, die sind verkehrt. Zeig uns was hergehört. Rubbelibob, schnipp, schnapp. Autos? Auto beginnt doch wieder mit A. Tut mir sehr leid, Elmo. Ich krieg das bestimmt irgendwie hin. Gib mir noch einen Versuch. Na gut, Elmo. Ich bin erst mit dem Zaubern still, wenn ich habe, was ich will. Rubbelibob, schnipp, schnapp. Wie bin ich denn hierher gekommen? Och, das ist doch nichts mit C. Das ist Bert. Bert beginnt mit einem B. Aber wieso bin ich denn hier? Ich wollte doch ein Bad nehmen. Och, und Bad beginnt auch mit einem B. Och, tut mir sehr leid, Elmo. Ist ja schon okay, Abby. Schade, dass es nicht geklappt hat. Ich habe alles versucht. Ja, ich wollte halt nur so gerne was mit C zeigen. Scheinbar kann mein Zauberstab nichts mit C zaubern. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Wie sieht's hier eigentlich aus? Das ist ja hier ein riesiges Chaos. Was hast du gesagt, Bert? Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Nein, das andere. Was ihr hier für ein Chaos habt? Oh. Epi, du kannst es ja doch. Dein Zauberstab ist nicht kaputt. Nein, aber die Sachen fangen doch alle nicht mit C an. Zusammen schon, denn du hast ein Chaos gezaubert. Und Chaos beginnt mit dem Buchstaben C. Super. Ja, so, jetzt kennt ihr den Buchstaben C. Wollen wir ja...
jetzt spielen gehen? Ja! Aber, wo soll ich denn jetzt mein Bad nehmen? Hier gibt's ja nicht mal einen Wasserhahn. Ich lag auf meiner Liege, ganz lässig letzte Nacht. Da nervt mich lautes Lärmen, dass mein Haar ne tolle macht. Ich latschte leise ans Fenster, flipp die Lampe voll auf. Da lief ein langes L herum, lauerte frech im Laub. Da sang das lange L ein lautes La la la. Das lausig laute L, es rief La 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 la. Ja, da sang das lange L ein lautes La la la. Das lausig laute L, es rief La la. Mir liegt nicht jedes Wort. Ich will nicht stehen für Linde, Liebe, Lamm und Luftkurort. Dem Lärm gehört mein Leben, ist es auch nicht erlaubt. Niemals lass ich von La La La, meine Liebe ist La La Laut. Da sang das lange L ein lautes La La La. Das lausig laute L, es rief La 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 La. Das lausig laute El, es rüllte La, 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 la. Wow! El, 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 el. El, el. Da schrie ich aus dem Fenster, du lauter Lümmel, zieh ab, hey! Dein Lärm wird langsam lästig, ist auch dein lautes Lied, ich lüchtig, yeah! Dein Lärm deckt alle Leute, des Nachts um halb drei. Mir scheint, du hast kein Glück, Rebel L, denn da kommt doch schon die Polizei. Ha! Hey, Junge, Rebel L, schleich dich fort, fort, fort. Ja, ich weiß, du fühlst dich einsam, so ohne Wort, fort, fort, fort. Doch lausche lang ist L, es ist aus, aus, aus. Ich bin ein junges L, ich will nach Haus, Haus, Haus. Ein junges L. Ober. Ich bin unterwegs. Guten Tag, schon zur Stelle. Ich bin Grobi und zugleich Ihr Ober. Stehe zu Diensten. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich hätte gern eine heiße Suppe mit Buchstabennudeln drin. Eine Suppe mit heißen Muss aber wirklich ganz heiß sein. Richtig heiß sein. Richtig. Haben Sie sofort. Bin schon unterwegs. Hey, Charlie. Tisch 26, eine heiße Buchstabensuppe. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jetzt werden Sie aber staunen, wie heiß die Suppe ist. Hier. Oh, sehen Sie nur diese herrliche Suppe. Heißer geht's nicht. Fein, fein. Ich will Sie nur mal kontrollieren. Kontrollieren? Das Alphabet. Oh. Mal sehen. Guten Appetit. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Herr Ober! Mein Herr? Ich finde kein J in der Suppe. Ohne J schmeckt sie mir nicht. Was, ein J fehlt in der Suppe? Ja. Oh. Na gut, ich glaube, wir haben noch ein J. J. Chef, hier fehlt ein J in der Suppe. A, B, C, D, E, F, G. Ja, ist in Ordnung, Charlie. Das machen wir. J, hier haben wir das J, mein Herr. N-O. Mein Herr, das J ist da. Ja, tun Sie es in die Suppe. In die Suppe. Natürlich. Geh schon.
Das J ist drin, recht so? Ja, gut. Also dann guten Appetit. Jetzt bin ich gespannt. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A. Herr Ober! Ja, mein Herr. Jetzt fehlt auch noch das O. Ich möchte die Suppe nicht, wenn ich kein O drin habe. Sie haben heute wirklich einen Unglückstag. Na gut, ich hole Ihnen noch ein O. Bin schon unterwegs. Chef, wir brauchen jetzt noch ein O. Hoffentlich ist das Alphabet nicht mehr so lang. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Mein Herr, hier, ein weiches O, extra für Sie. Gut, tun Sie es rein. Sehr wohl, ich tue es rein. Gefällt es Ihnen so? Mal nachprüfen. Nachprüfen, natürlich, ja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V und W, X, Y. Sagen Sie jetzt nicht? Sie wollen ja, doch nicht sagen? Tut mir leid. Ich wette, da fehlt irgendwas. Ja, es fehlt das Ach, Y. Das Y fehlt? Nein, Augenblick mal. Das Y ist da. Ich sehe das Y? Ja, ich meine das Z. Z? Ja. Haben Sie auch genau nachgesehen? Natürlich ja, habe ja, ich ja, das. Also ohne Z ist die Suppe mir zu nüchtern. Also ich bestehe Z. auf dem Z. Wenn Sie auf dem Z bestehen, hole ich Ihnen natürlich ein Z. Das ein Z. Glück, dass das der letzte Buchstabe im Alphabet ist. Jetzt will er auch noch ein Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So, mein Herr, ich glaube, ich werde Sie jetzt sehr glücklich machen. Hier habe ich das Z, mein Herr. Wird ja auch Zeit. Plumps, und schon schwimmt es in der Suppe. Jetzt wollen wir doch mal sehen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V und W, X, Y und Z. Und Z, so? Jetzt müssten Sie doch eigentlich zufrieden sein. Nein, die Bitte? Suppe ist kalt. Bitte bringen Sie mir eine neue Schüssel.